Netzarbeitern wie Markus Angermeier sieht man es nicht an, ob sie gerade arbeiten, mit Freunden plaudern oder sich einfach nur entspannen. Die Grenzen sind fließend und online sind sie sowieso. Zwar hat Angermeier im Netz unter dem Namen Cosma bekannt, auch noch ein Büro mit einem richtigen Schreibtisch, doch das ist nur pro forma. Ort und Zeit der Arbeit spielen für ihn keine Rolle mehr. Sein Arbeitsraum ist das Netz. Ich habe schon Projekte gemacht, wo 10 Leute dran gearbeitet haben und sie waren auf 5 Kontinenten. Also tatsächlich. Und wir haben nur über Google Docs kommuniziert und es wurde am Schluss dann auch eine Website. Also. Weil der arbeitende Mensch sich heute selbst organisieren kann, wird Arbeit neu definiert. Frei nach Marshall McLuhan heißt das, die moderne Welt wird zu einem globalen Arbeitsdorf. Jeder kann sich mit jedem vernetzen. Der Einzelne schwimmt in einem Meer der Möglichkeiten und hat jederzeit mehr Chancen, als er wahrnehmen kann. Der Soziologe Dirk Becker bezeichnet diesen Zustand als unruhige Gesellschaft, auf die man sich aber einlassen müsse. Ich muss auch gucken, welche neuen Kollegen könnten eventuell an den Dingen, die ich gerade strecke, mitstrecken. Ich muss diese Unruhe meinerseits füttern. Ja, das bedeutet, ich muss mich wie der Surfer auf seiner Welle auf dieses Meer hinaufschwingen und versuche mit meinen eigenen Bewegungen, und das ist nicht leicht, aber vielleicht auch sehr schön, mit meinen eigenen Bewegungen dort eine einigermaßen verlässliche Orientierung zu finden und zu geben. Doch genau das ist nicht so einfach. Insbesondere da manche die Vielfalt der Kommunikation im Netz geschickt zum eigenen Vorteil ausnutzen. Mit einer starken Online-Präsenz ziehen sie Aufmerksamkeit auf sich und suggerieren Qualität, die es so vielleicht gar nicht gibt. Immerhin eine neue Chance für mittelmäßige Anbieter, meint der Architekt und Informatiker Georg Frank. Mit diesem Trick kann ich auch mit meinen durchaus bescheidenen Talenten etwas Interessantes zu liefern, eine unter Umständen sehr bedeutende Karriere machen. Cosma hat gelernt, sich in dieser von Frank als Ökonomie der Aufmerksamkeit bezeichneten Wirtschaft zu bewegen. Er weiß, wie wichtig die eigene Sichtbarkeit und Reputation in den sozialen Netzen für den wirtschaftlichen Erfolg geworden sind. Dabei kommt es auch darauf an, den richtigen Leuten zu folgen. Ich folge irgendwie 2000 Leuten auf Twitter oder so und nicht wahllos, sondern ich weiß von jedem immer irgendwas. Wenn ich wirklich eine Frage habe oder irgendeine Wissensgebiet oder ich brauche jemand, dann fällt mir vielleicht schon irgendwie jemand ein oder ich frage halt einfach die alle und dann antwortet meistens jemand. Es gab schon auch ein paar Jobs, die halt direkt über Twitter kamen zum Beispiel. Also jemand twittert, erst braucht ein Logo und ich twitter zurück, ich mach's und dann haben wir es so gemacht. Was für vernetzt arbeitende Freiberufler heute schon gilt, wird bald auch für den traditionellen Angestellten zur Pflicht. Auch sie müssen sich aktiv vernetzen. Denn auch Unternehmen sind nichts weiter als Netzwerke aus Mitarbeitern und Kunden, die sich gerade über das Internet nach außen öffnen. Klassische Hierarchien müssen dazu aufgehoben werden, wenn nötig sogar von oben. Der Manager ist gezwungen, dem Mitarbeiter deutlich zu machen, dass der Horizont des eigenen Arbeitens weit, weit jenseits der jeweiligen Fabrikmauern gespannt ist, auf die der Arbeiter schaut. Wir nennen es Arbeit, war der Titel eines Buches, in dem das Leben von freiberuflichen Netzarbeitern wie Cosma beschrieben wurden. 2007 löste es bei vielen Festangestellten noch ein mitleidsvolles Lächeln aus. Heute stellt sich heraus, es handelt sich tatsächlich um Arbeit, und zwar in einer Form, mit der sich früher oder später jeder vertraut machen sollte. Victoria Reporter.